So, das hier setze ich alles ein bisschen runter. Ich kann manchmal kaum glauben, dass das Zelda-Musik sein soll. Oder? Findet ihr, das klingt wie Zelda-Musik? Wahrscheinlich ist es sogar relativ bekannt und ich kenne es einfach nicht. Ich habe auch, zu meiner Schande muss ich das dazu sagen, nie Zelda gespielt. Außer Skyward Sword so ein bisschen. Es hat mich auch nie so wirklich gepackt. Denn, ich meine, Skyward Sword ist von der Spielmechanik ganz nett, weil man eben dieses Schwert hat und dann schlägt man da so rum und dann killt man normalerweise auch mal jemanden. Es macht schon Spaß, aber das mit den Dungeons und so, also wo da die worin die Faszination liegt, dass Zelda so gut geworden ist, kann ich mir nur halb erklären. Also ich würde sagen, ein Punkt ist die Musik eben, die so wahnsinnig gut ist, die einfach gute Laune macht und die auch so populär ist und allgemein. Aber ansonsten ist Zelda kein Spiel, das ich jetzt längere Zeit spielen würde. Aber das ist eigentlich kein Spiel. Ich spiele sowieso nur Minecraft irgendwie wirklich intensiv. Und dafür umso intensiver, wie ihr vielleicht seht. Tja. So kann's gehen. So, jetzt gehe ich mal da rein. Blub. Und jetzt kommt der Block da wieder drauf. Jetzt tue ich das nämlich hier auskleiden. In etwa so. Wie das hier halt auch ist. So. Jetzt kommt hier wieder Stein hin und da oben. Dann haben wir hier so einen Gang, wo der König halt entlang spazieren kann. Und wenn er sich entscheidet, in den Garten zu gehen, dann geht er halt in den Garten. So dachte ich mir das. Und so. Ja. Jetzt tue ich hier noch ein bisschen die Wände auskleiden. Ich finde es von innen noch ein bisschen langweilig. Ich glaube, dass... Das hat aber laut eingesetzt. Fand ich jetzt ein bisschen extrem. Vielleicht so kleine, so Art... So Balken, die dazwischen sind. Die lockern das Ganze nochmal ein bisschen aufstrukturieren. Das so ein bisschen so... So. Hier auch. Und... immer so darüber. Ja gut, die lockern das jetzt hier so noch nicht so stark auf. Innenraum ist auch nicht so meine große Stärke, muss ich gestehen. So. Vielleicht doch lieber so und dann hängen wir hier so Laternen dran. Moment, die haben wir hier. Ich nehme mal nicht an, dass er springt, wenn der hier rüber geht. Oder das hoffen wir mal für ihn. Dann stößt er gegen die Beleuchtungseinrichtung. Mal schauen. So, hier kommt noch ein bisschen das Glas raus. Glas. Will Läden. Null. Chinesisch. Ach, keine Ahnung. Das mit dem L und R austauschen muss man wahrscheinlich üben, damit man das gut reden kann, so China-Klischee-mäßig. Weiß gar nicht, wie dieses Klischee entstanden ist. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass die, wenn die Deutsch reden, wirklich so reden, denn normalerweise hat die chinesische Sprache so viel Laute, so viel verschiedene Einzelheiten, dass die meisten das ziemlich schnell lernen, jede beliebige Sprache, also auch Deutsch. Ich tue da hier mal so ein bisschen so Kies hin.
die das Ganze so ein bisschen umrahmen soll. Moment. Vielleicht eher so. So. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die also ich kenne keinen Chinesen, der R und L vertauscht, wenn er redet. Das klänge auf jeden Fall ganz schön komisch. So. Ah, jetzt tun wir hier den Grasblock wieder rein. Und ich muss denen, die jetzt die Musik kritisiert haben, recht geben, es lenkt doch ein bisschen ab. Also die lenkt so ein bisschen davon ab, dass ich jetzt hier so am Bauen bin. Und dann ja, bleibt nicht mehr ganz so viel Elan übrig. Elan. So. Jetzt hier noch ein bisschen Kies hin. Dann sind wir einmal drumrum. Weiß noch nicht, ob das gut aussieht, aber da kommt ja auch noch ein bisschen was rein und dann kommen da so kleine Wege hin und... Ja, wir bauen jetzt erstmal das Dach hier noch rüben hin. Und dann können wir eigentlich mit der Inneneinrichtung beginnen. Ich glaube, ich schließe die Fenster hier doch alle. Das waren eigentlich nur... so zum Spaß da. So. So, und jetzt hier draußen... ach so, ja. Ja gut, dann lassen wir das so. So. Dann haben wir einen Gang, der hier reinführt. Und hier muss man halt auch noch ein bisschen so ausleuchten. Dann mache ich mal hier gerade ein paar Fackeln rein. Damit man hier schon mal so eine Rundleuchtung hat. So. Und da auch noch ein bisschen was von dem Brickstone rein. So. Und dann ist das Ganze kein Problem. Und wenn ihr mir wieder Themenvorschläge schicken würdet. Neulich war wieder irgendwas mit Parteien. Als Themenvorschlag, aber ich weiß nicht. Ich erinnere mich nicht so ganz, ob ich das abgearbeitet habe, aber ich erinnere mich auch nicht so ganz ans Thema mehr. Leider, ich habe das jetzt vorher nicht vorbereitet. Weil ich mich halt auch ein bisschen beeilen muss. Heute. Es tut mir ja sehr leid, Leute, aber heute habe ich leider nicht so viel Zeit. Also legen wir auch gleich mal los. Naja. Alberto schaue ich gar nicht. Der ist mir... Der hat einen zu schwarzen Humor, nein. ich weiß nicht, ich finde ihn etwas langweilig. Jeder seiner Witze ist doch irgendwie gleich. Also... Ja gut, meine auch. Ich mache erst gar keine Witze. So ungefähr. Nee, aber ich finde ihn jetzt nicht so spannend. Aber das ist jedem seine Sache. Ja, mich nervt vor allem das Gequietsche, wenn er, also, er tut seine Stimme so verstellen, das kann er ziemlich gut. Aber irgendwie tut er das für meinen Geschmack so ein bisschen stark machen, also, es nervt mit der Zeit so ein bisschen seine, die Stimmen zu hören, die er sich so ausgedacht hat. Also so geht's mir. Und ich glaube, ich tue den Rest hier auch nur zu so einem normalen Dach machen. In etwa so. Und zack. Und dahinter einfach wieder die normalen Holzblöcke. Und ja, ich rede jetzt einfach mal über Schule, die... das Thema kam mir jetzt gerade so wieder in den Sinn. Weiß nicht, ob ich schon häufiger im Let's Play oder... Also nicht Let's Play direkt, das ist ja jetzt hier nicht so... Nicht so richtig ein Let's Play. Aber ob ich schon häufiger in meinen Videos davon geredet habe, wie mein Stundenplan so grob aussieht. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen, dass ich einfach wenig Stunden habe, aber die so blöd verteilt sind, dass ich ganz, ganz wenig Zeit habe. Und jetzt nehme ich eben in den Pausen auf. Das heißt, es ist jetzt 14 Uhr. Und ich habe um 15.20 Uhr oder so, oder 25, habe ich nochmal Unterricht. Und
Ja, so ist das. Es klingt ein bisschen komisch, ist aber so. So. Und es ist auch sehr nervig. Und jetzt brauchen wir hier nochmal den hier drehen. Das finde ich übrigens sehr schön jetzt in der neuen Minecraft-Version, dass man die so drehen kann. Das hat, das macht Spaß, weil man kann das auch noch relativ gut bestimmen, wann sich diese Treppe dreht und wann sie sich nicht drehen soll. Also das gefällt mir sehr gut, wie das angelegt wurde. Da kann man richtig schön mitbauen. Ich mache nochmal Tag, damit auch uns nicht das Licht ausgeht.